Na, ihr geilen Schinkenwürste, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. 7 Tage bis zum Urinieren mit Davids Spieleforum und mir, dem Verrückten aus dem Jahr 1988. Wunderschönen guten Morgen. Ja, na, lange ist es her, dass wir aufgenommen haben. Mein Gott. Ja, es stimmt allerdings. Und die Wohnung ist ein bisschen Als demoliert, ne? hätte jemand rumgeschossen. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Wer war das? Schreibt es Das in die war Kommentare. deine Mutti, die hat genießt und gepupst und tralalala. Deswegen sind ja die Zombies. Ich Das ist, verstehe. ja, ich meine ganz ehrlich, bei deiner Mutti würde ich auch zum Zombie werden, ey. Ja, ist klar, bei die Abgase, das ist Richtig, nicht schön. verätzt direkt die Nebenhöhlen und hoch ins Hirn und Bums, Fallera, erstmal weg. Idiot. So, jedenfalls, Alter, wie sieht denn das aus? Sie haben Post. Was hast du denn? Abmahnung oder was? Ja, was ähnliches. Ich kacke mir immer in die Hose und schick's als Abmahnung. So, ja, das Haus ist ein bisschen demoliert. Ich habe da halt mit einem Sniper durchgeschossen. Ich wollte dich erwischen. Ab und zu auch mal mit einem Raketenwerfer, glaube ich, gegen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, war ein bisschen heftig. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, da das etwas zählt. Ja, die Fans, ja, die Fans sage ich schon. Die Leute haben schon gesagt, dass wir mehr PvP machen sollten. Ja, definitiv. PvP ist immer witzig. Das wird auch mehrmals kommen noch. Also da Definitiv. Leute freuen seid sich auch, mal dass ich jetzt gefasst. nicht mehr ganz so inaktiv bin und monatelang auf den Part warte. Aber in den letzten 2 Wochen war ich trotzdem zu inaktiv, weil eigentlich wollten wir, ich glaube, jeden zweiten oder dritten Tag das Video hochladen. Irgendwie haben wir es doch nur einmal die Woche geschafft. Aber Ja, ich bin es ist. erstaunt, du hast es jedes Mal instant hochgeladen oder veröffentlicht, wenigstens wenn ich auch veröffentlicht hatte, ohne dass wir uns absprachen. Ja, weil ich immer deinen Part schaue. Ja, weil ich da wissen will, was du machst, beziehungsweise den Ja, ich PvP-Part. weiß. Hast du den angeschaut überhaupt? Ich kam noch nicht dazu, nee. Ich hatte gestern gar keine Zeit mehr. Aber ich hol's nach. Gut. Du wirst mich eh hassen. Weshalb? Wo du hier oben auf dieser Scheune standest, ne? Hast du doch gesagt, hoffentlich benutzt du nicht dein Cheat und stehst dann auf einmal hinter mir. Und gerade in dem Moment habe ich ihn genutzt. Du Pennergesicht! Deswegen war ich hinter dir. Ah, das erklärt einiges, warum ich dich nicht gesehen habe, ey. Das war auch das einzige Mal. Weißt du, ich gehe so Ist durch den ja auch nicht Boden und. schlimm, mein Gott, ich habe ja auch teilweise unfaire. Oh! Naja. Deine Mutti! Speckmutti! Ach, weil ich gerade diesen Zombie sehe, beziehungsweise Wäre sie nicht einen. so verfault, wäre die gar nicht mehr so hässlich, die Alte. Darum geht es nicht. Und zwar hatte ich doch erzählt, dass so eine The Crutch-Alte hier rumläuft. Ah ja? Ja, so mit so einem weißen Kleid, schwarze Haare, The Crutch. Oder The Ring. Samantha. So Samara. rumläuft. Samara, meine ich doch. Samantha? Was ist denn Samantha? Zementa. Ja, irgendwas mit S. So. Jetzt sind Schreier sind das. Schreier, Marktschreier. Eine Wurst zum Mitnehmen. Ja, so in etwa. Denn wenn sie losschreit, dann lockt das andere Zombies an. Das Ah. stand so in die Kommentare. Macht man einfach so einen hier und schießt in den Killkopf. Oh. Nicht geplant. Schnell verstecken. Jetzt cheatet er wieder und findet mich. Ich sehe dich gar nicht auf der Map erstmal. So, So? Tracking an. Nein! Oh Gott, ich muss nochmal. Jetzt hole ich erstmal meinen Rucksack und dann geht's Penetration. So, wo ist die Sacklaus? So, warte mal. Ich war wirklich nicht geplant. Verzeih mir doch einfach mal. Sei doch ein lieber Mensch. So, lieber Mensch, wer hat mich denn jetzt gerade getötet? Das war doch nicht. Ist er denn?
Dieser Klaus. Ich verstecke mich. Ja, tust du das? Ich sehe doch da irgendwo Licht. Hey, wo ist denn der? Der cheatet schon wieder! Nein, warum kann ich nicht cheaten? Das ist so gemein! Ich habe keine Möglichkeit, das zu nehmen. Töte mich einfach! In den Arsch, komm! Oh. Ich hab noch aufgenascht. So, ich bin zwei Krankenschwester. Alter, wie die da draufstürzen. Ich bin halt ein Muschimagnet. Was? Spawn on my bed. So, hätten wir das auch geklärt? Ja. Und wie? Ganz erwachsen. Wie erwachsene Männer. Macht man ja öfters. Ganz ich hab oft. Hunger und ich hab durch. Obwohl ich gerade gestorben bin. Helau. So, ich würde sagen, die Nacht hier drin ist natürlich ein bisschen schwachsinnig, aber wenn wir vorspulen, gibt's wieder AIDS. Nee, deswegen rühre ich das nicht an. Können Sie erstmal raus. Ja, nicht meine. Die Acker war auch nicht meine. Mein Glück ist der leer. Schluss jetzt. Ich hab Viech, der haut jetzt zu. So, Hoppala. Wo kam der denn her? Manche lassen Angst. Du wolltest uns irgendwie an der Rosette rumfummeln, habe ich gehört. Ja, dann bück dich mal. Mhm. Ich brauche eine Erhöhung. Sonst kommst du hier nicht gut ran. Ja. Herr Doktor, ich hätte was in meinem Arsch stecken. Es tut weh. Ah. Und, was haben Sie gefunden? Und, aha. Hab ich's mir doch gedacht. Ein Dildo. Wie kommt der denn da rein? Oh, da muss ich wohl aus Versehen mal ungünstig gestolpert sein. Natürlich, die treppen herunter. Ja. Das ist ja der ganz oft. Auf den Dildo, der richtig schon ausgebreitet auf dem Boden stand. Natürlich. Der gehört meiner Freundin, ich hatte den in der Hand, bin runtergefallen und hoch weg war er. Da müsste aber noch ein Mancherie für sie drin sein, das haben sie sich jetzt verdient. Raus, das auch. Hol raus. Rumkugeln vielleicht. Ja, oh. Die gut selbstgedrückten Nougat-Pralinen. Frisch gepresst. Boah. Mit Nuss. Wir müssen Nougat-Creme. Oh! Das liegt bei dem Scheißhaus. Der hat ordentlich was abgelegt, das ist total vergessen. Ach, schön. Deshalb der Geruch. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ah, das ist eine gute Frage, ich habe da eine Antwort drauf. Was denn? Jetzt trinken wir noch eins. Es war klar. Und ich würde sogar vorschlagen. Jetzt! Prost! Wir haben Saufen oder am Fressen. Ach, das ist Blutkuchen mit Apfelsaft, das ist voll lecker. Ja, schön für die Sau. Jetzt lass mal was machen hier. Blaue, coole Sau. Ja, du wolltest uns was erzählen, habe ich gehört. Irgendwie hast du es im letzten Video geschrieben, von wegen aus irgendeiner Erfahrung mit deiner Mutter. Irgendwas Sexuelles, das du uns nicht vorhalten möchtest. Erzähl das mal, war dein erstes Mal mit Mami? Nee, oh Gottes Willen, das jetzt, das wird. Wie willst du da wieder rauskommen, wa? Puh. Ach, das wird schwer. Weil das wird eine etwas längere Erzählung, muss ich sagen. Oh, okay. Aber gut, du hast die Leitung, ich hab sie auch irgendwie. Ja, das ist ja nicht das Problem. Und zwar, lass mal vorher irgendwas machen, keine Ahnung. Dass wir da so nebenbei beschäftigt sind, abbauen oder. Im Keller eine Basis ausheben. Ja, hast du so viel Stöcke und alles? Nö. Ja, siehst du. Aber buddeln wir einfach mal. Ist die Tür eigentlich? Kriegst du die auf? Nee, also die ist geschlossen. Dann machen wir sie auf. So, jedenfalls. Wie fange ich jetzt das an? Und zwar ist das meine Mutter passiert. Das ist wieder so eine paranormales Ding.
Und zwar hat meine Mutter, oder sie arbeitet im Ratskeller. Das ist ein Restaurant und Hotel gleichzeitig. Okay. Und dort arbeitet sie halt als Zimmermädchen, als Putze, als wie man es halt nennen möchte, ne? Mhm. So. Und als sie da angefangen hat, dort zu arbeiten, also halt Praktikum erstmal schauen, wie ist sie denn so, bla bla bla, kennt man ja. Hatte sie schon das eine oder andere Erlebnis, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar hat sie immer öfters gehört, wie in der Küche unten Teller, Töpfe, halt wie Geschirr hin und her transportiert wurde, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Okay. Also so klirren, klappern, bla bla bla. Problem war halt nur, dass da Kochen alles erst zu 9 Uhr, 10 Uhr gekommen ist. Und das war halt schon ein bisschen strange, muss ich sagen. Dann hat sie auch mal Hausordnung gemacht, also halt Treppen sauber gemacht mit einem Wischmopp oder irgendwie sowas. Und da hatte sie ein Gefühl, als würde sie geschubst werden, sag ich jetzt mal. Gegen das Geländer. Krass. Und halt Gefühl. Und gut. Das kann man sich vielleicht erklären, vielleicht Gleichgewicht mal verloren oder irgendwie sowas. Kann ja sein, ne? Kann man sich ja irgendwie erklären. So. Das, was ich jetzt aber erzähle, das kann man sich nicht erklären. Und zwar, irgendwann musste halt wieder die ganzen Zimmer sauber machen. Es war niemand mehr im Hotel drinne, weil sind wieder alle abgereist. Und hat nur halt die ganzen Zimmer aufgemacht, Fenster auf, weil Durchlüftung, ne? Muss ja sein. Hat sie bei jedem Zimmer gemacht und das wollte sie auch bei Zimmer 23, weil ich nenne die Geschichte mal Zimmer 23. Okay. Sie wollte auch die Tür öffnen. Es ging nicht. Die war zu, die Tür. Mhm. Dachte, okay, hat vielleicht der Gast zugeschlossen. Kann ja möglich sein. Ne? Sie wollte den Schlüssel reinstecken, den Generalschlüssel. Ging nicht. Es war ein Gefühl, als hättest du von der anderen Seite einen Schlüssel stecken. Kennt man ja vielleicht, wenn der Schlüssel steckt oder irgendwie so und versucht zur anderen Seite. Man kommt ja nur zur Hälfte rein, ja? Kennt man ja. Na klar. So. Und da dachte sie, vielleicht ist der Gast noch da, schläft vielleicht noch oder irgendwie sowas. Kann ja möglich sein. So. Da ist sie runter zur Chefin und hat gesagt, ja du, Zimmer 23, Zimmertür geht nicht auf. Ist der Gast noch da oder irgendwie sowas? Aber ausgerechnet nee. 23? Was ist das für ein krasser Zufall, ey? Ja, ja, ach, du weißt, was die Zahl bedeutet, ne? Wir kommen aber gleich dazu. 2 durch 3, 0,666. Richtig. Genau das. Eine Unglück. So, jedenfalls. Es wird noch krasser verlaufen. So, jedenfalls. Runter zur Chefin hat gefragt, hier, Gast ist vielleicht noch da oder irgendwie sowas. Nee. Zimmer, Schlüssel, hing. Ist sie zusammen auf? Mit der Chefin? Und die Chefin hat die Tür aufgemacht. Ganz normal. Als wäre nichts gewesen. Meine Mutter hat erstmal so blöd gefragt und kann doch gar nicht sein und bla bla bla. Hat sie sich nicht weiter drum gekümmert. So. Zimmer ganz normal aufgemacht. Balkon, weil das ist das einzige Zimmer auch, was eine Balkontür hat. Das ist so ein kleiner Balkon ist das. Oder halt Terrasse, wenn man es halt so nennen möchte. Und ja, hat sie halt die Tür aufgemacht, da zur Terrasse, hat einen Stuhl davor gestellt, dass die Tür nicht zugeht. Und hat da angefangen, das Bad sauber zu machen. Das ist kein großes Bad, ich war in diesem Hotel schon damals drin. Ist vielleicht, weiß ich nicht, Dusche, dann Klo, Waschbecken und das war's schon, ja. Also auch kein Fenster, nichts drin, sondern nur Abzugshaube. Und hat ganz normal sauber gemacht alles. Mhm. Chefin hat gesagt, okay, ich muss erstmal noch kurz was einkaufen, noch was erledigen, bla bla bla. Es war also niemand mehr im Hotel. Okay. Nirgendwo. Sie macht halt ganz normal das Bad sauber. Und mit einem Schlag rumst oder beziehungsweise schlägt diese Tür mit voller Wucht zu. Das Problem ist, funktioniert nicht. Du kannst in einen kleinen Raum
keine Tür zuschlagen. Weil die Tür geht nicht ins Bad reinwärts, sondern rauswärts. Du verstehst, was ich meine jetzt. Nee, gerade nicht. Also wie kann ich mir das bildlich vorstellen so? Akustisch wollte ich sagen. Das ist ja was anderes. Also die Tür geht halt nicht, wenn du halt vor der Tür stehst. Die geht nicht reinwärts ins Badezimmer, sondern rauswärts ins Zimmer. Also quasi in den Flur oder ins Zimmer? Genau, in diesem Zimmer da, in diesem Raum da. So. Ja. Und wenn du versuchst, in einem kleinen Zimmer, wo kein Fenster ist, eine Tür zuzuschlagen, wirst du daran scheitern. Warum? Es funktioniert nicht. Das kann jeder testen. Wenn jeder ein kleiner Raum hat, irgendwie so ein kleines Zimmer. Wegen dem, ganz minimal. Wegen dem Luftdruck. Ja. Quasi, weil man es nicht schlagen kann, sondern es wird dann immer so ein bisschen so. Du, wuff. So wuff. Genau. Also, es geht bestimmt, wenn man eine ordentlich scheppernde, kackalte Tür hat. Dann scheppert es bestimmt trotzdem. Ja, aber. Moment, ich hab ein Badezimmer, das kann. Ich probier's mal gerade eben aus. Erzähl. Was hat er gesagt? Wie krass ist das denn? Die Tür hat sich voll gewehrt beim Zuschlagen. Merkst du? Ja, du hast ja recht. Wow, habe ich noch nie beachtet. Warum wurde sowas nicht in Physik beigebracht? Richtig. So, das erfährt man alles, wenn man da ein bisschen nachforscht. Jedenfalls. Das kann auch jeder zu Hause nachprüfen. Hm? Kleines Zimmer. Fenster, auch wenn ein Fenster drin ist. Scheißegal. Macht es einfach mal zu. Und versucht dann mit schönem Schwung die Tür zuzuknallen. Es wird nicht funktionieren. Es wird immer ein... Ja, es geben. Ist immer, also, die Typen, man merkt schon mal, es ruppt schon ordentlich, aber es kommt nochmal so ein Formtür zu machen, wie so ein Widerstand, als hättest du irgendwie noch eine Schicht Watte zwischengepackt irgendwie. Richtig, richtig. Krass, das habe ich ganz eben, das habe ich noch nie bemerkt, das habe ich wirklich nicht gewundert, warum geht die Tür im Bad so sanft zu und die im Wohnzimmer scheppert immer so beim Zuknallen. Richtig. Krass. Das ist das. Geil. Es ist immer irgendwie, weil jeder Raum hat ja 100% Luft. Ja, ja klar, und irgendwie muss die Luft ja auch rein und raus. Die Tür versucht ja noch irgendwie ein paar Prozent mehr reinzudrücken und das funktioniert ja so nicht. Deswegen, ich sag mal, die Tür war jetzt bei mir ins Badezimmer rein schon und trotzdem hat's wuff gemacht. Ja, eben. Kann aber, wie gesagt, jeder ja. So. Ja, ja, genau. Ich hab's auch probiert bei diesem Zimmer. Funktioniert nicht. Egal wie schwer, egal wie du es versuchst, es funktioniert nicht. Geht immer wuff. Hm. So. Jedenfalls, meine Mutter komplett erschrocken, ist klar. Ist Herz erstmal in die Hose gerutscht. So, nach dem Motto. Hat ganz normal Zimmertür wieder aufgemacht. Hat geguckt, ob jemand da ist. War niemand da. Sie geht also wieder zurück ins Zimmer und sieht, dass der Stuhl ja vor der Terrassentür war, die eigentlich diese Tür offen halten sollte, verrückt war. Also neben der Tür war. Die Tür hätte also ganz normal, also die Terrassentür, hätte ganz normal zugehen können. Und das war schon ziemlich merkwürdig, muss ich sagen. Es war niemand da. Die Tür schlägt zu, obwohl es nicht möglich ist. Und der Stuhl vor der Terrassentür verrückt. Okay. Das war das Merkwürdige. Und ich habe mich wirklich auch sehr lange gefragt, warum? Wieso? Funktioniert doch gar nicht. Bis ich dann halt mal, so aus liebe Langeweile, mal nach Filmtrailern geschaut habe. Ja. Und da kam ich auf diesen Film mit Jim Carrey. Numbers. Nummer 23, ja. In diesem Film handelt es sich ja davon, dass er überall diese Zahl 23 sieht. Egal, wie er das zusammenrechnet. Hochzeit, Geburt, bla bla bla. Ich kenne immer die Zahl 23. Hab dann sogar auf DVD. Der ist gar nicht mal so schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur den Trailer gesehen. Film muss ich mir erstmal noch geben. So, und in diesem Trailer siehst du auch, wie er bei so einem Professor oder irgendwie sowas ist. Und da sagt er eben diese magischen Zahlen. 2 geteilt durch 3 ist 0,666. Und das hat mir erstmal schon ein bisschen die Stimme verschlagen, muss ich sagen. Weil ich weiß auch nicht, was da abging. Ich habe auch diese Mitarbeiter mal gefragt. Die halt auch schon sowas erlebt haben. In diesem Ratskeller heißt das halt. Hm? Und die haben auch schon gesagt, ja, Geschirr klappern, Stühle rücken, dass halt das so hörst oder alles. Oder. Aber was ist denn da passiert so in diesem scheiß Ratskeller? Ich, meine, ich weiß es nicht. Es ist ja ein Hotel, Ratskeller klingt ja allgemein immer schon sehr altertümlich, also so fast aus dem Mittelalter.
Es ist es auch. Aber ich kann mir, ich weiß nicht, mir ist noch nie sowas in meinem Leben passiert, obwohl ich ja schon fast immer mir wünsche, dass ich mal irgendwie mit irgendwas Paranormalem in Begegnung trete. Ich krieg sowas nicht mit, ich erlebe sowas nicht und ich kann es mir schwer vorstellen, dass es wirklich echt ist bei anderen Menschen. Mit es so einer ist, Geschichte ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war der damals... Der logische Menschenverstand greift dann da schon ein, weißt du? Ich glaube zwar auch an Seelen und Wanderungen und sowas, weißt du, aber ich glaube halt nicht an so Spukgespenster und sowas, Poltergeist und sowas. Aber es ist echt so. Ich weiß nicht. Es ist leider echt so. Ich war auch damals, bevor das mit dieser alten Dame, was ich auch damals erzählt habe, bevor das passiert ist, übelster Kritiker. Ja. Damals gerne diese Serie geschaut, X-Faktor, das Unfassbare. Übelst gerne geschaut. Aber es war immer so ein Ding, wo ich dachte... ausgedacht. Weißt du? Auch wenn es dort drin hieß, ja, ist Wahrheit. So irgendwo so ein Ding, wo du sagst, na komm, Entertainment, naja. Weißt du? Nee, es ist leider wirklich so. Das ist das Problem. Das ist schon krass. Wie heißt denn hier der Ofen nochmal im Spiel? Forge? War das die Forge? Forge, ja. Forge. Was braucht man dafür alles? Schmalstone, Lump of Clay, Bellows und Short Iron Pipe. Scheiße. Iron Pipe. Ich würde gerne eine Pickaxe machen, dass wir uns ein bisschen durchbuddeln können. Also Ding Stein habe ich und Iron Pipe habe ich auch. Mit dem Ding klubbern wir hier einfach so lange rum. Guck mal, schon 3000, also, ey, Bellows, das Ding 2500 hat schon ewig gedauert hier. Bei 3000 also, auf dem Steinboden dauert das zu lang. Ja. So, und jedenfalls, das ist ja meiner Mutter passiert. Das ist ja nicht mir, sondern meiner Mutter. Ja. Und sie ist ja... nee, also sie war damals 45, 46, war sie da. Okay. Ja. Also, warum sollte sich so eine alte Dame sich sowas ausdenken? Das ist auch ich Quatsch. Weiß es auch nicht. Ist sie überhaupt ein Mensch, der an paranormale Sachen früher so geglaubt Anfangs hat? Gar nicht. Anfangs überhaupt nicht. Erst an dem Zeitpunkt, wo das eben anfing mit diesen, mit dieser alten Dame, die eben verstorben ist. Dann, ich hatte sie auch erzählt, stimmt. Genau. So, und ich habe auch wirklich lange nachgeforscht. 23, warum, wieso? Das ist also, bis dann halt dieser Trailer kam. Dachte ich mir einfach nur, fick doch die Henne. Das ist krass. Ja. Dann habe ich aber mal weitergedacht. Und das hat mir auch mal ein bisschen die Fresse eingeschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar habe ich doch damals eben erzählt mit dieser alten Dame, ne? Wann ist sie verstorben? Weiß ich nicht. 1.23 Uhr, das hatte ich erzählt. Echt, hattest du das? Ja. 1.23 Uhr. Da ich war dieses Erlebnis. Gucken. Ja, das hatte ich erzählt. 1.23 Uhr. Hatte ich das erzählt. Also, ist das passiert? Nicht, hatte ich es erzählt. Ja, nee, klar. Ja. Und da war wieder diese Zahl 23. Ich dachte mir, wieso 1.23 Uhr? Aber da war, hat mich diese 1 gestört, ne? Weil in dem Film hieß es ja irgendwie alles zusammenrechnen, dass nur die Zahl allein 23 dran steht, ja. So. Wie bekommt man also die 1 da weg? Keine Ahnung. Du kennst doch sicherlich das war das ein Gedicht? Ich glaube, es war ein Gedicht, Faust? Faust ist ein Buch. Ja, Buch oder ich weiß nicht, war da irgendwas mit, war das nicht mal ein Gedicht oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, ich kenne auf jeden Fall nur das Buch mit dem Teufel quasi. Genau, genau. Und der hat auch das Hexen einmal genutzt. Kennst du das noch? Alter Schwede, ey, das ist, als wir Faust gelesen hatten, das ist mittlerweile bestimmt sehr lange her. Ja, aber du kennst ja, ich weiß, ja gut, kennst du also nicht mal das Hexen einmal? Nein, halt. Auf gar keinen Fall. Aber ich kenne es. Okay. Aus 1 macht 10. 2 lass stehen und 3 macht gleich, so bist du reich. Verlier die 4, aus 5 mach 6, so sagt die Hex. Mach 7 und 8, so ist vollbracht und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das 6 einmal 1. Ja, ja, es ist jetzt, also ich verstehe jetzt gerade nur Bahnhof, muss ich gestehen. Das ist aber das 6 einmal 1. Okay. So, jetzt pass auf. Wir haben ja die Zahl 1.23 Uhr. Mhm. So, die 1 stört ja. Ja. Im 1x1, Hexen 1x1 heißt es ja, aus 1 macht 10. Macht 10. Also heißt es dann 10.23 Uhr. Ne? Ist soweit richtig. So. Dann geht es da weiter, 2, bla 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 bla. Und dann heißt es ja, 9 ist 1 und 10 ist keins.
Also was aus 10 Uhr 23? Einfach nur noch 23? Nur noch 23. Alter Schwede. Das ist krass, oder? Gut, man kann sich das natürlich jetzt alles so, wie gesagt, zurecht. Man kann sich jetzt so zusammenreimen, möchte, aber es ist irgendwie doch ein bisschen komisch, oder? Wie kommst du auf einmal auf das Hexen-1x1 dadurch jetzt noch, oder? Das ist ja eine Sache, die denkt doch kein Mensch. Dank Inomine. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dieses Musikprojekt damals. Ja, Armino. 2000. Ne, nicht das. Nicht, war nicht Armino? Nee, Inomine. Das war, mit diesen so, Omen des Kreises des Bösen, deine Welt, ja, schwarze Sonne, bla bla bla. So ein bisschen Mystik-Gedönse mit leichter elektronischer Musik im Untermalung. Genau, genau. Ja, ja. Ist, oh Gott, ist das lange her, Alter. Das ist lange her, ja. Ist schon fast Klassiker. So, und ich hatte, ja, kann man so sagen. So, und das, ich habe ja jedes Album davon. Mhm. Und gerade beim zweiten Album ist so ein Lied, das heißt Hexenjagd. Und davor ist immer wie so, also das Album ist halt aufgebaut, er erzählt so 20, 30 Sekunden und dann beginnt das Lied. Dann die nächste Erzählung. Warte mal, die Kisten nochmal mit Tat voll, einfach nur um zu. Oben, zweiter Stock, bei den Betten. Arsene so jedenfalls. Ist halt immer so, kurze Erzählung, Lied, kurze Erzählung, Lied, kurze Erzählung, Lied. So, und bevor dieses Lied Hexenjagd anfängt, sagt ja dieses Hexen-1x1. Und da kam ich drauf, weil ich mir das angehört hatte. Okay. Ja. Dann dachte ich mir, warte mal, aus 1 macht 10, was, wie, wieso, hä? Und so kam ich dann darauf. Wenn ich mich einmal richtig verfresse in sowas und wirklich nachforsche über ja, natürlich, das Paranormale und alles, dann guckst du wirklich alles überall nach. Und so kam ich dann halt darauf. Deswegen, es ist verwunderlich, warum immer die Zahl 23? Tja, es ist halt was Altes, wie wenn du den Film siehst. Zahl 23 hat schon eine jahrhundertealte Tradition, nenne ich es mal. Ich muss mal den Film echt mal geben. Ich habe mir, wie gesagt, nur den Trailer angeschaut. Ich fand ihn ganz gut. Natürlich ist das Ganze ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, erstens. Und zweitens ist das Ganze so grundlos. Er rastet grundlos aus, nur wegen dieser Zahl. Er rennt dem Ganzen einfach nur nach und macht sich selbst wahnsinnig, obwohl er einfach sagen könnte, scheiß drauf, fertig ist. Die Zahl selbst tut ihm ja nichts. Er macht sich selbst halt nur dadurch wahnsinnig. Ja gut. Das ist halt das Problem, der ganze Film besteht nur daraus, dass ein Typ einfach die ganze Zeit sich irgendwas einbildet, was gar nicht da ist. Mhm. Gibt am Ende einen guten Story-Twist und das war's dann im Prinzip schon. Also an sich ist der Film im Prinzip, den hätte man auch in 2 Sekunden abbrechen können, indem man sagt, ach, scheiß doch drauf. Er hat keine wirkliche Handlung, das ist der Nachteil des Films. Aber es ist interessant gestaltet trotzdem, also mal einfach nur zum Angucken. Mhm. Ja, trotzdem muss ich ihm mal geben. Ja, mach das. Gesehen haben kann man ihn ruhig mal. Eben. Schade ich ja nicht. Richtig. Aber wie du siehst, die Zahl 23, das ist so herbeigezogen, ist es dann doch wieder nicht. Dieser Film. Ja, wenn, halt so wenn du, du musst den Film aber erst sehen, um zu wissen, was ich genau meine. Die Zahl 23 ist ja okay. Das Ganze drumherum verstehe ich auch. Aber das ist halt einfach, was er mit dieser Zahl 23 so extrem anfängt, das nervt halt einfach nur, weil es einfach... Er macht sich einfach zu verrückt deswegen. Er könnte auch einfach sagen, ich scheiß drauf, fertig ist. Der ganze Film besteht wie gesagt nur daraus, dass er einer Sache nachrennt, die ja im Prinzip nicht existent ist. Also nicht der Zahl 23, sondern... Ja, was, das ist drumherum. Dass er einfach sich darauf was einbildet, irgendwie, dass die Zahl 23 ihn jetzt das Leben kaputt macht, obwohl er eigentlich gar nichts kaputt macht. Er macht sich ja selbst so kaputt, weil er sich darauf was einbildet, dass die Zahl irgendwas kaputt macht. Das ist halt das Doofe. Verwirrend. Das war einfach nur ein bisschen bescheuert. Ah. Gut. Und ja, das wollte ich halt nur erzählen. War auf jeden Fall krass, also. Er ist schon extrem. Muss man sagen. Definitiv, definitiv. Wenn man sowas erlebt und nicht. Hatten wir ja, wie gesagt schon damals diesen Paranormal-Part mit den Geistern und sowas und jetzt hat das einfach mal 3 Jahre später fortgesetzt. Ja, ich wollte das schon, damals in Staffel 2 wollte ich das schon erzählen. Aber ist halt nie dazu gekommen. Irgendwie kam immer was dazwischen. Aber ja, ist schon extrem nice. Und wie gesagt, ich war damals völliger Skeptiker. Also, hättest du mir gesagt, irgendwas mit Geister oder sowas? Ich hätte ja gesagt, ja komm, trink weniger. Aber wenn man immer mehr solche Folgen schaut, wie dieses Ghost Adventures, ist immer so eine amerikanische Serie, sag ich jetzt mal. Mhm. Geisterjäger, sag ich mal, wie Taps. Kennt ihr vielleicht von Tele5 oder sowas? Oder das 4. Wo lief das? Tabs. Oh, frag mich einfach, ich kenne ich auch nicht vom Namen, also noch nie gehört. Ja, ist dann auch so Geisterjäger, sag ich jetzt mal, gewesen.
Geisternäher. Aber die haben das so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal so. Aber die haben das eher so ein bisschen. Ich möchte gerne erzählen über Geisternäger. Geisterjäger. Jäger. Jägermeister. Der Geisternäger, weißt du, so ein Riesen. Mega Priest ist aber. Humbula, humbula, humbula. Als Geist. Taucht die ganze Zeit auf und macht Voodoo. Wird vielleicht auch irgendwo geben. Bestimmt. Voodoo ist auch so ein komischer Kult. Ja, das muss man auch nicht so verstehen, wirklich. Aber so hat jeder so seine Geschichten, weißt du? Die Geschichten von Geistern und sowas ist ja jetzt schon wieder, ist ja Jahrtausende alt, schon seit der Antike gibt's das ja schon. Von dem her irgendwo, also, ich glaube auch, dass was dran ist. Es gibt ja auch nicht umsonst dieses, was ja viele Menschen mit Hilfe von Substanzen hervorrufen, also jetzt nicht chemisch, sondern organische Pilze zum Beispiel und sowas. Ja. Seelenwanderung und so. Und ich, das, was ich jetzt schon mal erzählt hatte, ich weiß nicht, ob es hier bei Seven Days to Die war, dass halt in meinem Umfeld das halt auch jemand erlebt hat, aber auch mit einer Pilzvergiftung. Ach so. Hat er eine Pilzvergiftung bekommen und hat quasi mir Sachen erzählt und mein Onkel hat bestätigt, dass das wirklich so passiert ist und er glaubt ja an so einen Hokuspokus überhaupt nicht. Das ist einer der wohl trockensten Menschen, die man sich vorstellen kann, der sich fernab von jeglichem Hokuspokus aufhält und eigentlich gesagt, rein sachlich vorgeht, aber der hat erzählt, das stimmt, was sie sagt. Die konnte das gar nicht sehen, weil sie im Schlafzimmer, im Badezimmer da ihren Vergiftungskollaps hatte, aber hat dann erzählt, dass sie das alles gesehen hat, als wäre sie an allen Orten gleichzeitig gewesen. Und das ist halt krass, wie man sich was vorstellen kann. Und dann hört man so eine Geschichte später einfach nochmal. Bei Domian. Aber sie hat sich jetzt nicht von Domian abgeguckt, sondern andersrum. Und sie hat auch nicht angerufen, die Stimme hätte ich ja erkannt. Das war ja nicht sie, die da angerufen hat. Aber da hat auch eine Person erzählt, dass sie mit Hilfe von irgendwelchen Sachen und so, wie die Schamanen halt damals, weißt du? Und ich kann mir vorstellen, dass sowas wirklich funktioniert. Dass du halt einfach nur einen bestimmten Zustand erreichen musst, dass du wirklich dann so eine Erfahrung hast, die außerkörperlich stattfindet. Jahrtausende haben Menschen davon erzählt, nur weil die Medizin heutzutage sagt, das ist unmöglich, dann heißt es auch immer, es funktioniert nicht. Ja, ich glaube ja, wie gesagt, an sowas auch nicht wirklich, aber wenn mir mehrere unterschiedliche Quellen, die unabhängig voneinander sind, dieselbe Erfahrung berichten, dann ist das doch kein Zufall mehr. Das ist dann auch kein Zufall. Das ist schon echt gruselig. Ich finde das auch immer ein bisschen doof, wenn da irgendwie es da Leute gibt und sagen, nein, ich kann das wissenschaftlich beweisen. Wissenschaft ist ja nur der Versuch, alles zu erklären. Es funktioniert ja noch nicht. Was ist Antimaterie? Kann mir keiner sagen. Ja, eben. Beziehungsweise, was ist schwarze Materie in dem Fall? Ist ja Antimaterie, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht so wichtig, ob das stimmt. Irgendeiner von euch ist doch Raketenwissenschaftler, der kann mir das erzählen. Stimmt, mindestens. Aber ganz ehrlich, was wie zum Beispiel schwarze Materie? Kann auch keiner erklären, was das ist. Und das macht halt einfach mal den Großteil des Universums aus. Eben. Das ist, deswegen, es ist, ich reagiere irgendwie so ein bisschen allergisch, wenn da manche sagen, nee, das gibt's nicht, weil, wissenschaftlich. Die Wissenschaft hat das noch nicht dingsen können. Also solange die Wissenschaft es nicht weiß, heißt es gibt es nicht. Man kann aber genauso sagen, solange die Wissenschaft nicht beweist, dass es mir zum Beispiel, ich glaube jetzt nicht an Gott, auf Gott bewahre, sage ich mal, ich glaube jetzt nicht an sowas wie höhere Macht und Gott, also ich glaube schon an irgendwas, was es gibt, was wir halt nicht erklären können, aber ich glaube jetzt nicht an einen Mann, der im Himmel sitzt. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Richtig, also. Aber man muss erstmal das Gegenteil beweisen können, dass es ihn nicht gibt. Die Wissenschaft versucht es ja. Aber noch ist sie nicht angekommen. Im Prinzip ist die Wissenschaft ja nur dadurch entstanden, dass man versucht hat, alles andere zu beweisen. Wie funktioniert das? Man hat jetzt Blitze bewiesen. Klar, es gibt da keinen Zeus, der mit Blitzen schießt. Das ist schon klar. Nicht? Aber was ja viele auch jetzt wieder aufgreifen, ist, dass das, was wir als Götter kennen, unter anderem vielleicht damals gelandete Außerirdische gewesen sein könnten, die uns geholfen haben, die uns so überlegen waren, dass wir sie als Gott angesehen haben. Also als etwas Göttliches. Wer weiß das schon? Eben, ja. Das genauso wie die Menschen ja im Prinzip oder allgemeines Leben auf der Erde durch einen Kometen, also der neuesten, der letzten, die ich Theorie, die ich gehört habe, ist ja, dass die menschliche durch so einen Kometen, auf dem Aminosäuren gespeichert waren und dadurch ist ja das Leben auf der Erde entstanden. Lustig ist, wer sagt uns nicht, dass das kein Komet war, sondern einfach irgendeine Alienrasse, die ihre DNA gespeichert hat und dann sagt, bevor unsere Art ausstirbt, schicken wir das einfach auf einen Planeten, der lebensfähig ist, pum, und da kann man sich wieder neu entwickeln. Im Prinzip könnte es sein, dass es uns schon mal gab, auf einem weit entfernten Galaxie, die kaputt ging. So wie bei hier. Wie hieß es nochmal hier, der Planet da von Superman? Ich habe vergessen, wie der heißt. Oh Gott. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Dass es vielleicht sowas Ähnliches gibt, nur dass wir einfach nicht so super sind, wie die damals halt. Oder vielleicht genauso scheiße sind. Wer weiß das schon. Wer weiß, ob wir nicht vielleicht selbst von Aliens abstammen,
Also im Prinzip. Ich muss ja, also meine Theorie ist ja, dass wir. Es heißt ja die ganze Zeit, es gibt keine Außerirdischen. Aber ich gehe davon aus, wir sind eine Art Außerirdische. Natürlich. Nur wir stellen uns dieses Wort außerirdisch immer so mit Tentakeln und drei Augen und was weiß ich vor. Ja, oder keine Augen und irgendwas Komisches. Ja, wie Slender, so sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass wir schon so eine Art Außerirdisches sind, denn denk doch mal nach. Es gab ja nur erst Dinos. Es war ja nichts außer nur Dinos auf der Erde. Ja, und so wir wurden ausgerottet von einem riesen Meteor oder Asteroid, irgendwie sowas. So. Und erst danach ist die Menschheit entstanden. Wahrscheinlich also war muss das halt der Asteroid schon irgendwas dabei gehabt haben. Das ist es halt. Vielleicht ist es sogar das Ding gewesen, weil man sagt ja auch, dass man hat ja radioaktive Spuren gefunden. Ich glaube schon, dass das Ding dazu gedacht war. Vielleicht, also kann auch eine Theorie sein, dass das Ding wirklich von einer fremden Macht erschaffen wurde. Also dieser Meteorit oder was auch immer. Vielleicht war es auch eine Atombombe mit DNA gespeichert auch zusätzlich noch, die wirklich dazu da war, das Leben hier auszulöschen. Also im Prinzip haben wir den Planeten schon einmal zerstört, um uns hier einzunisten, als Parasiten. Ja. Im Prinzip sind wir die Außerirdischen, die diesen Planeten, die ursprünglichen Bewohner, die Saurier, vernichtet haben. Und dann irgendwann, was wir immer so wahrnehmen als Independence Day, dass Außerirdische uns vernichten wollen, um unseren Planeten zu haben. Eigentlich sind wir das vielleicht sogar, die einfach wirklich den Planeten vernichtet haben, um uns das anzueignen. Das, ja, so sehe ich das. Deswegen stehen auch dauernd Kriege, weil wir einfach eine kriegerische Genetik-Dingsbums haben. Aber was auch lustig ist, ist ja, habe ich letztens nämlich gesehen, und zwar Bonobo-Äffchen, kennst du doch sicherlich, ne? Ja. Das ist mit einer der wenigen und einzigen Lebensformen, die keine Gewalt kennen. Okay. Die kennen, also die kennen es nicht, sich irgendwie wegen Ressourcen zu streiten. Die teilen einfach alles. Die sagen, oh, hab ich gefunden, hier kommt ran, könnt ihr euch bedienen. Die kennen das nicht so, ist meins, ist meins. Das liegt aber auch wieder daran, dass es wohl, also laut Aussage von Regnet ist gerade im Spiel. Ja. Ich sehe es aber irgendwie nicht so wirklich. Ja, so tropfchenweise. Ganz leicht. Ein bisschen nach oben gucken. Dass die nämlich, letztens habe ich nämlich eine Doku gesehen über Menschen und so weiter und so fort und dass halt so wie Hass und Wut und Aggression halt genetisch verankert sind, weil wir irgendwie um unsere Ressourcen kämpfen mussten. Damals bei irgendwelchen Sachen halt, die irgendwie da in dem Land zuständig waren, irgendwie gab es da irgendwie Sachen, Katastrophen, dies, das. Und da gab es irgendwie wohl einen Fluss, weil damals konnte wohl noch keiner schwimmen. Einen relativ großen reißenden Fluss und auf der anderen Flusshälfte waren halt die Bonobos und die hatten genug Ressourcen im Überfluss. Und seitdem haben die sich auch nicht weiterentwickelt, weil wozu auch? Man muss sich ja nicht irgendwie darum streiten, was jetzt wem gehört, sondern die hatten einfach so viel, dass sie sich alles untereinander aufteilen konnten. Und wir Menschen lagen halt auf der schlechten Hälfte. Zumindest ist das so die Theorie irgendwie. Aber allgemein ist es recht interessant gewesen bei der Doku. Zum Beispiel der Schluck auf, woher der noch kommt. Warum kriegen Menschen Schluck auf? Warum? Ja. Aber wofür ist der Reflex da? Keine Ahnung. Das war wohl noch irgendwie ein uralter Schluckreflex aus der Zeit, wo wir noch unter Wasser lebten. Als wir dann anfingen, an Land zu kommen und zu atmen, gab es irgendwie noch die Hybridform, die quasi unter Wasser leben konnte, aber gleichzeitig auch in Luft atmen. Und damit man sich halt nicht verschluckt, gab es halt diesen Schluckreflex irgendwie, die Klappe, die dann umgeklappt ist und dafür gesorgt hat, dass man halt beim Einatmen der Luft nicht automatisch Wasser einatmet und andersrum genauso. Und dieser Schluckreflex ist immer noch in unserem Körper verankert und sorgt dafür, dass wir halt, wenn wir zum Beispiel zu viel und zu schnell trinken, Schluck aufkriegen. Alter Schwede. Deswegen wird man auch, wenn man besoffen ist, kriegt man diesen Schluckreflex wieder. Völlig wahnsinnig, oder? Das ist eine, Alter, ja, Millionen Jahre alte Scheiß-Reflexkacke, die wir bis heute nicht abtrainiert haben. Das ist übel. Das ist wirklich krass. Ja, ich weiß gar nicht, welcher Kanal das war. Hab ich vergessen. Gibt's auf YouTube aber auch, die Doku. Ja, und genauso wie die, warum wir Menschen so schöne, weite Wiesen und sowas bevorzugen. Also wenn wir zum Beispiel aussuchen könnten, im Dschungel zu leben oder auf einer schönen großen Wiese mit einem einzelnen Haus drauf, würden wir uns für die schöne große Wiese entscheiden. Und warum die Wiese halt einfach so eine beruhigende Atmosphäre auf uns auswirkt, ist nicht, weil es irgendwie schön aussieht, sondern ganz unromantisch, sag ich mal, weil man da den Feind besser sehen kann. Das ist einfach nur aus alten Instinkten, aus dem Krieg heraus noch, aus Feindesten, weil man dann, wenn man steht und die Wiese sieht, sieht man von Weitem schon die Gefahr auf sich zukommen. In dem Dschungel könnte halt hinter jedem Baum was sein. Von der weiten Wiese siehst du halt, oh, guck mal, da kommt einer, wir können schnell abhauen, weißt du? Das ist wirklich nichts Romantisches, wo man denkt, oh, schön romantische Wiesen picknicken. Deswegen picknicken Menschen gern auf weiten Wiesen. Einfach, weil sie sich ja sicher fühlen, weil man dann den Feind nahen sehen könnte. Alter Schwede. Romantik zerstört, für immer. Mindblowing. Und das ist halt auch wieder so ein kleiner Beweis dafür, dass es Evolution gibt und keine Kreationismus. Einfach wegen diesen Instinkten, die da sind. Richtig, ja. Die immer noch im Menschen verankert sind. Völlig verrückt. Wow.
Ja, und halt, wie Gache mit Wut und Hass, hätten wir auf der Südseite der Insel gewohnt, wären wir heute alle Bonobos. Dann hätten wir uns auch nicht weiterentwickelt, wir würden auch so sitzen, Banane. Tja, wir sind halt nicht Bonobos, wir sind jetzt Babos, so. Das sind richtige Babos, ey. Wobei die auch aussehen wie die Bonobos. Hallo. Haftbefehl. Oh Gott, wir sind bei 40 Minuten. Ja, ein Ultrapart diesmal, Leute. Gibt dreimal Werbung und ein Livestream von, extra. Ja. Wir sind von Geistern, Paranormale, über zu Aliens und Theorien. Und jetzt wollen wir zu Menschen. Ist doch auch ein schöner Part, wo man labert und da eigentlich nichts passiert ist, außer unser Gelaber. Die Leute wollten ja auch, oder beziehungsweise ein, zwei Leute haben ja auch gesagt, ja Mensch, damals habt ihr so über Themen diskutiert. Ja, bitteschön, 40 Minuten reicht. 40 Minuten reicht auf jeden Fall. Im Prinzip hätten wir auch einen Podcast draus machen können. Es ist ja wieder technisch eh nichts passiert, das am Anfang, dass wir uns hier rüber eingeschlagen haben. Dafür hau ich dir auch mal auf die Mütze, du Arschloch. Wieso sterbe ich zuerst? Ich hau mit einer fucking Axt auf dich ein und der scheiß Nigger überlebt auch noch. Und ich? Krieg einmal eins mit der Keule! Ja, ich hab da noch Stacheldraht dran. Toll! Du Bonobo. Die Sache ist, überleg mal, wenn du mit Stacheldraht ins Gesicht geschnitten wirst, wenn dir mit Stacheldraht ins Gesicht geschnitten wird, so rum, bestes Deutsch, Digga. Auf die. Dann ist das, glaube ich, nicht ganz so gefährlich, wie eine scheiß Axt in den Kopf zu kriegen. Doch. Die haut mir einfach mal. Wie viel haut die weg? 66 mit einem Schlag. Alter Schwede. Weißt du Bescheid? Was hab ich hier? Ein Knochen, ey. Naja. Sag mal, hast du an? Nee. Ah, jetzt. Kannst sagen, ey. Dafür so du musst mir da Knochen zu, ist es, also was verlangst du? Dafür klaue ich dir erstmal deinen scheiß Club. Hey, mein Knüppel! Du kannst mal meinen Stab nicht klauen. Was macht der Entity Damage 244? Was war das denn jetzt? Mein Körper zuckt da noch voll rum. Warum bist du gestorben? Du hast dich doch bestimmt irgendwas erschossen. Hä? Ich bin jetzt erstmal gerade gespawnt. Hä? Ja, das frage ich mich auch gerade, was da passiert ist. Ich hab mir dann, ich bin gespawnt, also ich hab drauf gedrückt, Spawner mein Beifall und dann ging's. Warum bin ich gerade gestorben? Du. Das hat mich auch gewundert. Weiß ich doch nicht. Alter, das zieht aber voll. Das macht ultra-damage, das Ding, ey. Respekt. Gut, wir sind bei 42. Gleich 43. Ich denke, wir belassen den Part so, wie er ist jetzt. Und ja, wir haben jetzt 43. Ob man auch 23 rauskriegt. Was? Ja, nee. Aus 43 ja. Minuten. Yes, ja, wenn wir so weitermachen, dann sind wir bei 45. Oh. Stundenpart. Lalz. Gut, noch, was, ja, ich bin völlig jetzt mindblowing. Das Wort zum Sonntag, Dave, das Wort zum Sonntag. Paranormale Ponobos. Aus, dem Weltraum. Aus dem Weltraum, ja. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, was zu eure Theorie. Der neue Trash-Kino-Film, Paranormal Bonobos from Outer Space. Oh yeah. Richtig. In 3D. In 3D. Aber noch mit diesen alten aus der Kellogg's-Packung, weißt du, diese grün-roten. Ja. Oder blau-rot, was das war. Blau-rot, ja. Herrlich, sag ich dir. Herrlich. Ja. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, was so eure Theorien sehen, Gedanken. Habt ihr auch schon mal paranormale Erlebnisse mit Bonobos aus dem Weltraum gehabt? Ja. Wenn ja, zeigt es euren Penis. Ja, denn der ist paranormal. Der ist definitiv paranormal, ey. Ui, 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 ui. Oh, den muss ich mir den Namen angucken. Das ist wie bei Luna, weißt du. Er redet die ganze Zeit, er hat den dicksten, größten. Aber es ist wie mit den Geistern, die paranormal sind. Manche sehen ihn, andere nicht. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Halt, ich muss aber erstmal an den Reißverschluss. Achso, warte. Herrlich. Ah. Willst du mal meine Keule sehen? Oh, Baby. Die ist aber groß. Die hau ich dir um die Ohren. Oh. Schießt so. Mir lieber hinten rein, Baby. So, warte. Und, Ach, ja. Oh. Oh, ich muss mich gegen die Wand schlagen, voller Geilheit. Warte, ich bin noch nicht, warte.
Ich hab was Besseres. So, jetzt kriegst du gleich die volle Ladung. Da hat er mir eine ordentliche Ladung hinten reingelegt, du. Ich sag's euch. Ihr müsst bei Dave in der Ansicht gucken, damit ihr das ganze Ausmaß der Sexualität erlebt. Und wir haben jetzt 45 Minuten und 23 Sekunden gleich. Und ich spawne jetzt und verabschiede mich bei 23 Sekunden. Tschüss, Sikowski. Blablabla. Ja.